Mein erstes Fußballtrikot. Also mein erstes habe ich so, ich glaube es war 62, 63, also so kurz nach der Geburt. Und meine Tante hat mir seinerzeit ein Eintracht-Trikot geschenkt. Nein, ich habe ja auf der Position gespielt im vorderen Mittelfeld, aus der Jugend kommend schon. Und das war, ja, ich sag mal, aber wer war da führend? Was weiß ich, bei mir war Abramczyk war auf der Seite noch, als ich Nationalelf spielte, habe ich mich aber relativ früh sehr stark verletzt. Und dann kam rein der Pierre Littbarski auch auf der Position und der Jupp Derwall damals so. Wenn du die Top-Leute meinst, die Superstars in dem offensiven Bereich, ich sag mal, dann sehe ich auch bei uns einen Jürgen Grabowski, wo ich hochgeschaut habe, oder der Holz oder Bernd Nickel in ihrer jeweils ganz besonderen Art Fußball zu spielen. Das war für mich natürlich auch Vorbild. Heute nach Striezel. Das ist mein Ziel, auf den 2000er hochzugehen. Och, ich bin so geil auf Pommes rot-weiß, so ab und zu mal. Ich schaff's dann auch mal, mir was anderes zu bestellen, will damit auch nicht sagen, dass ich nur esse. Aber so eine schöne Portion Pommes ist schon was Geiles. Oh, ich bin natürlich wahnsinnig gerne an der Oper und mit all ihren Lädchen drumherum. Das ist so etwas, was natürlich auch für Frankfurt spricht. Und Frankfurt, ich bin in Frankfurt geboren. Also von daher ist das auch etwas im Zentrum, was auch bei mir Emotionen halt auch freilegt. Auch damals war ich ein ganz großer Fan von den Beatles oder aber auch von den Bee Gees. Wenn meine Frau ab und zu mal hergeht und ruft die Alexa, dann hat sie eine ganz andere Abteilung als ich das habe. Für mich waren früher die Bee Gees etwas außergewöhnlich Gutes. Mein erstes Profispiel war unter Dietrich Weise. Im Frankfurter Waldstadion gegen Eintracht Braunschweig. Eingewechselt, was weiß ich, als Jugendspieler noch in der 60., 65. Minute. Da kam ich nach Hause anschließend und habe gedacht, so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich ein Bundesligaspiel. Ich bin der Allergrößte, in Anführungszeichen. Aber dann muss natürlich noch ein bisschen nachgelegt werden, klar. Ja gut, ich habe mit meiner Kindheit, ich meine, ich habe ja sehr, sehr früh schon bei der Eintracht gespielt. Ich habe sehr, sehr früh Grabowski, Nickel und Hölzenbein kennengelernt. Das waren für mich damals auch im Training Jungs, wo ich gesagt habe, oh, können die geil kicken, und war auch für mich immer etwas, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe. Das Schönste war mal, dass ich als ganz kleiner, junger Mann mit 17,5 mich eine Fußballgröße wie den Bernd Nickel, der mich nach Hause gefahren hat nach dem Spiel, ja, aktiv am Fernsehen. Ja, G-E-Sports gibt es ja auch. Was war bei mir? Ganz, ganz selten nur noch Golf. Ich habe vielleicht 5 Golfturniere im Jahr. Das war mal viel, viel früher, viel, viel stärker. Aber ansonsten laufe ich, mache ein bisschen was für die Fitness. Ich muss mich noch ein bisschen erhalten, gerade wenn ich als etwas Älterer in der Traditionsmannschaft spiele und ganz gegen junge Spieler spiele, dann muss man dann schon manchmal schmunzeln. Und dann ist für mich eines, entweder ich trainiere für mich noch oder ich höre auf, dann kann ich auch aufhören, Fußball zu spielen. Aber das mache ich, soweit es halt geht und soweit die Füße tragen. Als Kind, oh, Fußballprofi. Vollkommen logisch, vollkommen klar, geht ja wie jedem anderen so. Och, naja, ich war halt auch, wir haben die Zeit gehabt mit Norbert Nachtweier, als er aus dem Osten kam. Wolfgang Trapp, das waren so die Jungs in unserem Alter, mit denen ich doch ein bisschen enger zusammen bin oder zusammen war. Heute sieht man sich nur ab und an mal, leider Gottes, aber wir haben noch Kontakt, und so 3-4 Leute sind da immer dabei, und auch sonst sehen wir uns ab und an mal, aber alles natürlich viel zu wenig, aber das bringt die Zeit dann mit sich.